Geh weg. Was du willst? Hör auf mit den Kameras zu filmen, die Franck Ribéry. Was soll das? Gib's auf die Fresse, gib's auf die Visage, gib's. Hä? Mach die Kamera auf da. Ein Wochenende. Ich hab gemacht zwei Tore. Zwei wunderschöne Tore in die Bundesliga. Was? Gegen Hamburg? No, da war keine andere Mannschaft auf dem Platz. Da waren nur wir alleine. Da war nix. Diese Hamburg, die ist wirklich grand Katastrophe. Die haben rausgeworfen die Brüschhagen und dann haben auch rausgeworfen die Tod. Und jetzt die ganze Club ist tot. Ist mausetot. Die Fisch, die riecht immer mit dem Kopf. Aber die Fisch Hamburg, die hat gar keinen Kopf. Die ist nur stinkt. Ganz ehrlich, HSV, diese Club, die muss absteigen. Die muss gerne in die zweite Liga. Weil die infizieren ganze Bundesliga mit ihrem Kackfußball. Das ist unmöglich, ist das. HSV, Hamburger Sportvirus. Dagegen hilft auch kein Zäpfchen. Dagegen hilft gar nichts. Wenn Franck Ribéry sieht diese Bundesliga, ich will sofort neuen Vertrag bei den Bayern. Ich werde bald 35. Aber auch mit 65, ich kann in dieser Liga noch spielen. Da bin ich immer noch die Aggressive, immer noch die Penetrante, immer noch die Schnelle. Mit dritte Zähne, aber egal. Ganz ehrlich, die stärkste Konkurrent in die Liga von den Club Bayern, das ist nicht diese Schalke 04 oder diese Leverkusen oder diese Borussia Sportbund. Die stärkste Konkurrent von den Bayern, das ist im Training unsere B-Mannschaft. Sogar die Traditionsmannschaft von die Club Bayern mit Karl Rummenigge und Kai Pflaume in die Mittelfeld ist stärker, ist besser als alles andere in dieser Kackliga. Diese Bundesliga, das ist wirklich eine große Katastrophe. Überleg, vielleicht nächste Wochenende, wir werden schon deutsche Meister mit die Club Bayern. Überleg mal, im März, deutsche Meister, da machen wir Autokorso mit die Cabrio draußen und von oben kommt die Schnee. Bescheuert. Yes, wir spielen in Champions League. Wir spielen gegen Besiktas mit dem Club Bayern. Und da gibt's für die Gegner, gibt's auf die Fresse, gibt's wieder auf die Visage, wir machen kaputt. Wie ein Hinspiel wir machen. Wir fliegen in Türkei nicht mit Lufthansa. Wir fliegen mit türkischer Fluggesellschaft. Wir fliegen mit Döner Hebab. Was? Ah, doch nicht, wir fliegen mit Erdogan. Was ist der Unterschied zwischen einem Türke und einem Bayer? Wenn die Türke spricht Deutsch, ich kann besser verstehen. Neulich, mon ami aus Marseille hat gesagt, wieso, Franck, wieso hat Ahmed kein Schachbrett? Und ich habe gesagt, weil Arafat kein Fahrrad hat. Aber genug mit schlechten Witzen. Parce que ich muss jetzt in Champions League, spiel für die Club Bayern. Und ich muss mich konzentrieren. Also, wir sehen uns. Au revoir. Konzentrier, konzentrier, konzentrier. Ja, Freunde, die Frage, die ich euch heute stelle und bin gespannt auf eure Antworten. Soll und muss Franck Ribéry einen neuen Vertrag bekommen oder ist er für die Bayern schon zu alt? Schreibt's in die Kommentare. Außerdem diesen Clip gucken oder wenn ihr Bock habt, den Clip gucken und natürlich Kanal abonnieren, damit wir auch irgendwann mal 100.000 Abonnenten kommen.